und willkommen zurück zu Mario Kart 8 Deluxe bei Felix Beziehung am Mike der Maxi. Und ja, bleibt glaube ich gar nicht mehr so viel übrig. Wollen wir mal den Koopa nehmen? Oder den Lucky? Wir nehmen heute mal den Lucky Dosh, einfach aus Just for the Lulz. Und ja, bleiben nur noch 3 Cups über. Wo ist denn eigentlich die geile Regenwo? Ach, die ist erst da. Dann. Ja, okay. Der letzte Dreckscup ist der Glockencup. Shit, shitty happens, ne? Und mal schauen, was das heute hier wird. Ich rechne schon gar nicht mehr damit, dass wir wieder 3 Sterne bekommen werden. Auch eine sehr, sehr coole Strecke übrigens. Heute mit Lakito. Heute. Weiß nicht, heute muss klappen, sonst ist vorbei. Nice, wie geil war das denn? Lol. Und jetzt natürlich auch. Entweder Panzer oder runter. Und fahrt immer über das Zahnrad, was in eure Fahrtrichtung geht. Werdet ihr beschleunigt. Man hätte sogar noch einen Stunt ausführen können, aber jetzt gar nicht dran gedacht. Aber gut. Wie sagt man so schön bei Felix Beziehung? Shittity happens. Fuck. Sagt man das da so? Ja, jetzt ja. Meine Frau hat mich betrogen. Mit meinem besten Freund. Und wem? Thorsten. Thorsten ist dein bester Freund? Seit wann das denn? Seit gestern. So, sieht man. Schön nochmal einen Stunt mitgenommen. Und jetzt wird das doch hier wieder eine engere Kiste, weil ich wieder zu viel Scheiße gebaut habe. Hallo, ich hatte doch den Panzer raus. Oh, leck mir. Leck. Sag ich jetzt mal einfach nichts zu. Na, yo. Yo, da hat einer die Banane von mir weggenommen. Wie nice. Sehr geil, sehr geil. Aber das. Nein! Nein! Wo kamen die denn jetzt her? Leck mich am Arsch. Lakito, du Stück Scheiße, ehrlich jetzt. Ey, Mann. Nein. Na, jetzt kommen halt nur noch Kackstrecken in diesem Cup, ne? Das war eigentlich meine beste Strecke. Zum Kotzen. Na, Kito, Ben. Kannst mich doch nicht so enttäuschen. Lol. King Boo ist aber auch schon wieder nah dran, ey. Die der Bobon war natürlich too sweet, ey.
Das beschäftigt mich jetzt ehrlich. Dritter. Dritter. Das hat exzellent funktioniert. Exzellent dran vorbeigeschossen, aber egal. Oh Mann, finde ich nicht gut, Leute. Finde ich nicht gut. Blöd. Gibt mir gerade echt ein beschissenes Gefühl wieder. Vulkangroll. Auch so eine Mongo-Spacko-Stricke, ey. Warum habe ich so dieses elende, räudige Gefühl, dass wir dieses Mal nicht mal mehr Erster werden? Sorry übrigens, wenn ich jetzt überhaupt nichts sage, aber ich muss mich mal jetzt hier echt konzentrieren. Erstmal zumindest noch das Gold mit nach Hause nehmen. Ach komm, ja als ob, da war doch schon wieder eine... Usa. Das ist mit der Blooper noch ein Guckloch, ey. So, sehr schön. Zweimal Erster, das lübt einigermaßen, aber noch nicht safe. Noch nicht safe. Jetzt muss ein Sieg her. Auf jeden Fall, sonst ist vorbei. Und ich weiß gerade nicht, welche Strecke kommt. Ach du Scheiße. Natürlich ein Regenbogen-Boulevard. Aber ein guter. Wenigstens noch nicht so ein scheiß Regenbogen-Boulevard wie ihr von Mario Kart 8. Aber schade, dass man den N64er Teil nur eine Runde fährt. Also Rallye-Strecke quasi. Das war so ein schöner Rundkurs damals. Vor allem auch ein ziemlich langer, da konnte ja richtig viel passieren währenddessen. Und schöne Musik vor allem. Da merkt man richtig, dass die Soundtracks von Mario Kart von einer Liveband aufgenommen wurden. Und keine MIDI-Musik mehr ist. Ich finde, das hat diesen runden Sound, das hat jetzt die Musik kaputt gemacht, finde ich. Oh, oh. Nein, eine Münze. Ja. Na, ah, danke, Donkey Kong, dass ich jetzt gar kein Item mehr habe. Oh, wow, wow, ich bin Erster, wie das denn? Alter, ich beschwere mich nicht, keine Ahnung. Ja, Peach wäre auch nicht mehr Erster geworden. Nice. Trotzdem ärgerlich.
Dass ich auf der schönsten Strecke in der Dritter geworden bin, ehrlich. Was war das denn für eine Scheiße? Aber gut. Ja, Lakito hat uns dadurch kein Glück gebracht. Der Blitzcup ist unser. Nein, okay, das geben wir uns jetzt nicht alles. Hideo Kono, sag ich nur dazu. Hideo Kono. Krass, ne? Ja, dann bis zum nächsten Mal hier bei Mario Kart auf Hexe zu. Haut rein. Tschüss.